rockiger als immer, habe ich das, als ever, würde ich das sagen. Ja, aber es ist nur eine Facette von dem Album, weil das Album ist, glaube ich, das vielseitigste Album, was ich jemals gemacht habe in meinem ganzen Leben. Und ich will noch eins anmerken, dass zu diesem Song gerade, das ist die Zeit, hat mein jüngster Sohn das Video gedreht. Mhm. Und das kann man sich bei mir auf der Homepage auch angucken. Das ist eine schöne Idee. Das ist die Zeit vom neuesten Album. Jetzt ganz weit zurück. Wir sind am Anfang der 80er Jahre. Und du hast eine Band, die heißt D'accord. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das weiß ich nicht mehr. Deshalb erinnere ich dich ja dran, verstehst du? Ja. Das sind ja immer nur die Stichpunkte. Ich werfe dir was zum Fraß hin und du musst es auffüttern. Und ich muss was draus machen. Ich werde was draus machen. Okay. Also D'accord war so eine Band, die begann schon 1973. Ja, da war mein erster Auftritt, stimmt. Ah ja. Dann kam also der Künstlername, zu dem du dann gekommen bist. Den hatte ich schon vorher, da war ich 13, als ich den bekam, ja. Also, dann erzähl doch nochmal die Geschichte. War ja, so ich war, ich habe ja, als ich 8 Jahre alt wurde, bekam ich ein Klavier. Ja. Wobei die Geschichte ist ganz lustig. Meine Oma sagte nämlich anlässlich meiner Kommunion, du wirst was ganz Besonderes kriegen. Und meine Oma ist streng katholisch aus Mönchengladbach. Und jetzt war, es hat mir im Wohnzimmer, das durfte ich ab dem Tag da nicht mehr betreten, also ein paar Tage vor der Kommunion, und jetzt hat so eine Milchglasscheibe gehabt. Und ich habe gesehen, dass hinter dieser Milchglasscheibe irgendwas Großes Braunes stand. Und weil meine Oma so katholisch ist, habe ich gedacht, das ist eine Gebetsbank. Und habe dann wirklich gedacht, ich müsste jetzt dafür dankbar sein und müsste da jeden Tag drauf sitzen und beten. Und das, die Vorstellung war furchtbar für mich, ganz grauenhaft. Und dann ging die Tür aber am weißen Sonntag auf und es stand dieses Klavier da. Und das war natürlich toll. Dann fing ich an, Klavier zu lernen. Aber nach 2, 3 Jahren wollte ich dann eine Orgel haben. Ne? Weil 1966, da wurde ich 10, da gab es dann den ersten Beatclub im Fernsehen mit Uschi Nerke. Und da waren dann diese ganzen Bands. Dann habe ich The Nice gesehen mit Keith Emerson auf der Orgel. Wie der Rückling, also auf der Orgel saß und rückwärts spielte, also irgendwie verkehrt rum. Und dann mit den Messern in die Tasten, damit die lange klingen und so. Hat mich total begeistert. Ich wollte jetzt auch eine Orgel haben. Jetzt bekamst du so eine Orgel aber nicht einfach so. Natürlich, die Dinger waren sündhaft teuer. Und der einzige Laden in Köln, wo man so eine Orgel bekam, das war Music City in der damals Schweizer Ladenstadt, jetzt Kölner Ladenstadt. Ja. Und da bin ich dann immer hingegangen und dann habe ich mich an die Hammonds da gesetzt und habe immer Child in Time gespielt, weil das Einzige war, was ich da konnte auf der Orgel. Und damit habe ich die Verkäufer so genervt, dass sie mir diesen Spitznamen Purple gegeben haben. Es hat jetzt nicht mit der großen Affinität zu Deep Purple zu tun. Ich habe jetzt wirklich nicht alle Deep Purple Alben, aber das kommt halt von diesem Song. Mit dem Keith Emerson und seinem das Messer in das Klavier oder Orgel oder sonst was stechen. Das habe ich auch versucht, ja. Also ich habe dann nämlich eine Orgel bekommen, zwar keine Hammond, sondern eine italienische Viscount C3. Die war jetzt nicht so dolle, aber das war auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Übrigens habe ich es nie bis zur Hammond geschafft, ne? Also weil jetzt könnte ich sie mir zwar leisten, aber du brauchst 4 Männer, um die zu transportieren und dann brauchst du noch ein größeres Auto. Aber der kleine Computer macht das inzwischen auch. Mittlerweile geht das ja. Und das, was der Keith Emerson mit bei Nice schon machte, also das müsstest du heute auch hinkriegen mit dem Computer. Ja, das kriegt man auch hin. Kannst du mit Zahnstocher mal probieren. Genau. Ich habe damals gearbeitet bei der EMI in Köln und zur EMI gehörte die Plattenfirma Immediate. Ja. Und bei Immediate hat die Gruppe Nice ihre Platten veröffentlicht. Und darum durfte ich mehrfach mit der Gruppe auf Tournee gehen und war jedes Mal erschrocken, wenn der aufs Klavier sprang und hat sein Messer oder sonst was. Du warst mit denen unterwegs? Ja, mehrfach. Es war furchtbar, grässlich. Gut, so sieht man das, wenn man unterschiedlich die Sache betrachtet. Ich war als der Vertreter der Plattenfirma war ich sehr genervt, was sie da gemacht haben. Abgesehen davon, dass es sehr teuer war. Gut. Ja, wir haben die Instrumente ja wahrscheinlich gemietet, ne? Ja, ja. Ja, ja, wie gesagt, der ist von der Plattenfirma, der bezahlt das. Ja, ja. Ja, ja, war auch eine nette Zeit. Ich schlussendlich habe ich die ja nicht selber bezahlt. Die Gruppe D'accord kam und so 1982 tauchte diese neue deutsche Welle auf. Und ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, jeder Trottel, der eine Gitarre halten konnte, durfte auch eine Platte machen. Ja, so war es ja auch. Ja, so war es auch. Und irgendwie gab es dann wieder richtige Musiker, die gesagt haben, jetzt wollen wir das ganze Zeug doch mal veralbern. Und da ist Wolf Mahn hingegangen und hat damals den Titel aufgenommen, Ich baue dir ein Schloss von Heintje. Ja, wie ist er auf die Idee gekommen? Ja, das lief ja dann unter dem Namen Neue Heimat. Genau. Und es gab diesen Skandal um diese gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Und
Ja, da kam man auf diese Idee, ich baue dir ein Schloss neu aufzunehmen. Und dann machte man das mit verschiedensten Musikern aus der Kölner Szene. Ich glaube, der Stefan Kriegeskochte von Bab war am Bass dabei. Ich weiß nicht, wer da noch alles war, jedenfalls ganz viele. Und als es dann darum ging, das Ding wurde also ein richtiger Hit. Ja. Und ich war zur gleichen Zeit mit meinen Jungs irgendwo im Studio und wir arbeiteten an einem Album. Und da kam der Verleger auf uns zu und sagte, wollt ihr euch nicht Neue Heimat nennen? Dann hätten wir nämlich schon eine erfolgreiche Hitsingle draußen, die würde das Album mitziehen. Da habe ich mir gedacht, Namen sind Schall und Rauch. Also ja. Gut, wem mir? Pustekuchen. Also das Album blieb wirklich in Regalen liegen, es passierte gar nichts damit. Jedenfalls war es so, dass ich auf meinem Debütalbum auf einmal einen Song hatte, den der Wolf Mahn singt und den dann die Leute in den Folgejahren immer wieder hören wollten im Konzert. Und ich musste immer sagen, ich habe dieses Lied nie gespielt. Nie aufgenommen noch nicht. Aber Wolf Mahn wollte auch nicht genannt werden. Das nein, es wollte als Wolf Bau oder so. Es wollte niemand diese Fernsehauftritte machen für die neue Heimat. Also und deswegen kamen so Leute aus meinem Umfeld dann dazu, ja. Die dann diese Fernsehauftritte machten. Und so wandte sich dann halt später der Verlag auch an uns, als wir dieses Album aufnahmen. Naja, und so, das hing uns dann irgendwie an der Backe, ja. Dann aber das haben wir ja dann 1985 geändert. Das habt ihr aber dann 1982, 83 war das, warte mal, ich muss mal, 82 war, ich baue dir ein Schloss, sogar eben in der deutschen Hitparade bis auf Platz 33. Ja. Jetzt habt ihr es im Fernsehen vorgestellt und daraufhin habt ihr einen Plattenvertrag bekommen oder schon vorher? Den hatten wir schon vorher. Und dann kam das zweite Album, das Hautnah-Album, mit dem passierte auch nichts. Da wurden dann zwei Singles draus veröffentlicht. Die erste war, glaube ich, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Wenn die Welt zusammenbricht, glaube ich, und noch ein anderer Song. Auch ein schöner Titel, ich weiß es nicht mehr. Und auf diesem Album war damals Sehnsucht drauf. Ja. Das ja dann der große Hit und der große Durchbruch werden sollte. Aber das war schon anderthalb Jahre veröffentlicht, bevor man bei der EMI auf die Idee kam, das als Single rauszubringen. Ja. Und da muss ich dazu sagen, da haben sich zwei Leute für stark gemacht. Zum einen unser damaliger Manager Manfred Schmidt und zum anderen auch Herbert Grönemeyer, der wohl in der EMI damals wohl, weil er irrsinnig viel Platten verkaufte, zu der Zeit einen gewissen Einfluss hatte. Oh. Und dann wurde das veröffentlicht als Single und der allererste Fernsehauftritt damit war ja damals im WWF-Club. Ich kann mich erinnern, es gibt ein schönes Bild von uns beide. Du guckst mich an, als wolltest du sagen, wer ist das eigentlich? Die Frage habe ich mir bestimmt nicht gestellt, weil ich dich schon bei SWF 3 gehört habe. Die Popshop, da habe ich immer verfolgt. Nee, das war jedenfalls schön. War ja auch einer der wenigen Sender, wo ich meine Musik hören konnte damals. Und das war auf jeden Fall dann wirklich der Durchbruch. Ne? Ja. Wir kommen jetzt gleich zu diesem Titel Sehnsucht und zwar zu einer neuen Version. Du hast ihn nochmal neu aufgenommen. Warum nimmt man sowas nochmal neu auf? Warum sagt man einfach, ich mache jetzt eine neue Version davon? Also eigentlich bin ich ein Gegner von so Coverversionen. Auch, und sich selber dann zu covern ist dann nochmal komisch. Ich habe das ja 1999 schon mal gemacht mit Kami, der Sängerin von Basis. Das Ding ging dann auch in die Charts, aber ich habe diesen Song ja immer in meinem Programm gehabt. Und zwar nicht deswegen, weil es mein Hit war und ich ihn spielen muss, sondern weil ich zu diesem Song wirklich stehe. Also weil der auch mit mir älter geworden ist. Ist vielleicht mein Both Sides Now, so was wir von Joni Mitchell eben am Anfang gehört haben. Und er hat sich im Laufe all dieser Jahrzehnte verändert. Mhm. Und ich glaube, dass er heute so intensiv ist wie nie zuvor. Also im Konzert spiele ich ihn ja auch nur mit zwölfseitiger Gitarre und Gesang. Und Mundharmonika. Und da ist er wirklich, da entwickelt er so eine unfassbare Kraft und Power durch diese Reduktion, dass die Leute dem Song noch nie so nah waren, wie just in diesen 5 Minuten im Konzert. Und ich dachte mir, davon ausgehend sollte man ruhig mal so eine neue Version machen, weil ich bin gefragt worden, ob ich zum Warnemünder Turmleuchten, das ist das größte Neujahrsevent in Europa, sagen die da, mit 80.000 Zuschauern, ob ich nicht dazu eine neue Version machen könnte für dieses Turmleuchten. Und das stand dieses Jahr unter dem Motto Sehnsucht. Das habe ich dann gemacht, weil mich das gereizt hat, weil es ja dann auch groß werden muss, wenn du so viele Laserkanonen und Feuerwerk hast, musst du ja irgendwann auch eine gewisse Größe erschaffen. Und weil ich diesen ganzen symphonischen Zinnober sowieso sehr mag, war das für mich eine Herausforderung. Habe ich mir gedacht, verbindest du einfach diese beiden Dinge, also dieses Stille aus dem Live-Konzert mit der großen Inszenierung. Ja, und das hat mir
schon großen Spaß gemacht. Und darum habe ich diese Version dann, wenn ich sie schon mal hatte, gleich mit aufs Album genommen. Spielen wir gleich. Vorher kommt wieder ein anderer Titel, den du ausgesucht hast. Und zumindest die Frage, warum hast du rausgesucht, Gib mir Schutz von den Rolling Stones? Gib mir Shelter, ja, weil es einfach, dieses Stück katapultiert mich, sobald ich das höre, in die Zeit zurück, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Das war bei den Söhnen einer ganz guten Freundin meiner Mutter unten im Keller. Und da hab ich diesen Song zum allerersten Mal gehört. Das war so, mit den Jungs war ich auch zum Beispiel in Domburg, immer in Holland. Mhm. Und da habe ich Radio Caroline, Radio London gehört, die Piratensender, die wirklich die Musik spielten, die wir zu Hause nicht hören konnten. Ich bin sofort wieder in dieser Zeit drin. Das ist einfach irre. Und die Stones liebe ich. Also, wobei sich mir nie die Frage gestellt hat, Beatles oder Stones. Mhm. Ich wollte immer beide.